Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, da der bebilderte Jahresrückblick 2021 noch so ein bisschen Zeit in der Bearbeitung braucht, dachte ich mir, ich ziehe dieses Video hier einmal vor. Das passt auch ganz gut, denn ich war mit Solido vergangenes Wochenende auf dem Hallengeländelehrgang auf dem Annaberger Hof in Bonn beim Jan Büsch. Das findet immer Anfang des Jahres statt. Ich glaube, letztes Jahr ist es aufgrund von Corona ausgefallen. Deswegen war ich natürlich super happy, dass es dieses Jahr stattgefunden hat. Wir hatten die 2G-Plus-Regelung. Das bedeutet, in NRW darf man auch, wenn man geboostert ist, ohne Test dann mitmachen und in der Halle reiten. In anderen Bundesländern muss man sich dazu zusätzlich testen. Ja, der Solido war ziemlich gut drauf. Also ihr seht gerade hier die Aufnahmen des ersten Tages vom Samstag, den 22.01. Und da wir im letzten Jahr, glaube ich, gar keine festen Hindernisse gesehen haben, einfach aufgrund der ganzen Einschränkungen sind wir nirgendwo gewesen, war ich ganz gespannt, wie der Soli jetzt reagieren würde. Aber es war, als hätte er nie was anderes gemacht. Er hat auf die Sprünge angezogen, er hatte meiner Meinung nach auch Spaß und wir sind auch hier zu keinem Sprung so wirklich unpassend gekommen. Also so, dass wir irgendwie in Not geraten wären oder er aus dem Stand springen musste oder er geparkt hätte oder so. Also das hat er alles gar nicht gemacht. Das Problem, was ich so ein bisschen habe generell, ist, dass ich immer so ganz kurze Zügel habe. Da könnte man hier bei den Geländesprüngen ihm einfach auch ein bisschen mehr Zügel geben. Das hat der Jan mir auch ein paar Mal gesagt. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich längere Zügel hätte. Und wenn ich mir dann die Aufnahme angucke, denke ich mir, oh, die waren ja doch gar nicht so lang. Ich habe auch das Gefühl, dass ich viel schneller galoppieren würde, als es hier der Fall ist. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt eigentlich Dressurreiterin bin und mir das alles schon ganz schön flott vorkommt, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Das Tempo hat aber tatsächlich für die Höhe der Sprünge, die wir gemacht haben, gereicht. Also ihr seht gleich auch noch den einen oder anderen bisschen höheren Sprung. Genau, jetzt zum ersten Mal kommen wir hier auf diese Pferdeköpfe zu, wo noch das Tannengrün so ein bisschen in der Mitte liegt. Das war dann etwas höher auch schon, aber für Soli alles gar kein Problem. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ihr seht vielleicht manchmal auch, dass wenn er so etwas kräftiger auf den Sprung zuzieht, so wie jetzt, dass ich die Hand dann so ein bisschen hochhebe. Das ist bei mir so eine Art Angewohnheit, die eigentlich schlecht ist, also die Hand könnte komplett unten bleiben. Wenn er dann abspringt, habe ich die auch unten. Es ist immer nur der kurze Moment oder die letzten Galoppsprünge auf den Sprung zu, wenn er so anzieht, so wie gerade. Dann geht leider meine Hand immer hoch. Das muss ich mir ein bisschen abgewöhnen, mich darauf konzentrieren, das halt nicht mehr zu machen. Aber dafür ist man ja beim Training, um auch ein bisschen was zu lernen. So, jetzt kommt der letzte Durchgang, der letzte Parcours und den lasse ich euch noch ein bisschen mit Musik stehen.